Was mit Wendell denn? Was kann der mit mir reden? Guter alter Wendell. Hat sich noch immer nicht daran gewöhnt, tot zu sein. Aber er versucht es weiterhin. Und so viel Ausdauer verdient Bewunderung. Immer dafür einsetzen, was gerade aktuell ist. Hallo Wendell, wie geht's? Bist du noch nicht tot? Tot? Natürlich bin ich tot. Allerdings hindern mich die Umstände daran, ein anständiges Leben nach dem Tod zu beginnen. Wie hindert man eine Leiche daran, durch die Gegend zu laufen? In Büchern finden sich überhaupt keine Hinweise. Ich habe versucht, mich zu erdrosseln und zu vergiften. Ich bin sogar von einem Eselskarren gesprungen. Ach, und wie hat das geklappt? Nicht besonders gut. Man wirft mir vorsätzliche Behinderung des Verkehrs vor. Außerdem legt man mir zur Last, ohne Genehmigung tot in der Öffentlichkeit unterwegs gewesen zu sein. Ist das etwa fair? Du bist also Clubmitglied geworden? Mitglied? Mitglied? Wie soll ich jemals Mitglied werden, wenn ich die Beiträge nicht bezahlen kann? Und ich kann die Beiträge nicht bezahlen, weil ich keine Arbeit habe. Ich frage dich, behandelt man so eine wandelnde, sprechende Leiche? Zu meiner Zeit zeigte man mehr Respekt vor Toten, die ein wenig Geld brauchten. Wie soll man als Toter bitte schon Arbeit finden, wenn allein die Anwesenheit in der Öffentlichkeit strafbar ist als Toter? Ein bisschen unlogisch, aber Graf und Gräfin können mit ihrem wahrscheinlich jetzt schon angesparten Geldvermögen da noch mitreden, würde ich sagen. Wie bitte? Du sollst Beiträge bezahlen? Es ist Rex schuld. Er möchte Sargdeckel mit Mitgliedsinfos an der Innenseite beschriften lassen. Was? Und das soll teuer sein? Nun, Sargdeckel wachsen nicht an Bäumen. Zumindest nicht an den Bäumen, die man in nüchternem Zustand sieht. Betrunkene Bäume mit Sargdeckeln dran. Der Gedanke gefällt mir. Was soll das heißen, du kannst dich in keiner Stellung halten? Ich meine, du machst dich doch nicht einfach auf und davon. Und bestimmt feierst du auch nicht oft krank. Genau, aber versuch mal, das einem Arbeitgeber klarzumachen. Ich meine, die Vorteile eines toten Arbeitnehmers sind doch offensichtlich. Keine Essenspausen, keine Probleme mit Nachtschichten und so. Es sollte doch klar sein, dass sich für niemanden Nachteile ergeben. Was ist passiert? Hat man sich über deinen Geruch beschwert? Nein, die Dingsbums steckt dahinter, die Bürokratie. Versuch mal, ein Steuerformular auszufüllen, wenn du offiziell tot bist. Wohnort, Friedhof, derzeitige Beschäftigung, Verwesungsspezialist. Die Sache ist wirklich ausgesprochen mühsam. Kein Wunder, dass sich die Leute so sehr bemühen, den Tod zu vermeiden. Der Papierkrieg kann enorm sein. Bringt sicherlich einige Beamte bei den Behörden zum Lachen. Die Wochenendbeschäftigung. Nein. Was soll das? Moment, ich wollte darauf klicken. Armer alter Wendell. Von der Jugend zum Akademiemitglied. Vom Akademiemitglied zum Grab. Und vom Grab, zack, direkt in die Schlange vorm Arbeitsamt. Typisch Wohlfahrtsstaat. Tja, was soll man machen? Gut, wenn Rack und Xolyt nicht mit sich reden lassen wollen, wir suchen hier schließlich immer noch das Double für tot. Und wo können wir so ein Double hier finden? Denn die sehen alle nicht sehr skelettmäßig aus, oder? Nun, wieder mal gut versteckt, diesmal hinter Rincewind, haben wir diesen Wandschrank hier. Was ein Haufen untoter Aktivisten wohl in einem Wandschrank versteckt? Nun, vielleicht ist es besser, nicht darüber Bescheid zu wissen. Ach was, aufmachen und reingucken, Rincewind. Tada, ein schwarzes Schaf. Ein schwarzes Schaf? Es ist doch ein Skelett. Oh, ich verstehe. Jemand hat dir das Fell über die Ohren gezogen. Das sollte eigentlich ein kleiner Scherz sein. Na los, stöhn ruhig. Sowas hat therapeutische Wirkung. Ja, auch komisch. Sehr witzig. Hallo, Blackie. Oh, hallo. Was machst du hier? Abgesehen davon, ein für den Erfolg meiner Mission wichtiges Objekt zu sein, wie ich vermute. Ja,
da hast du vermutlich recht. Nun, an deiner Stelle würde ich es nicht dabei bewenden lassen. Na toll, ein Charakter, der genauso gesprächig ist wie der Rattentod. Supi! Ah, du versteckst dich im Schrank, wie? Nimmst du es etwa wie ein Lamm hin? Es wie ein Lamm hinnehmen, verstehst du? Das fand er wohl nicht so prickelnd. Rincewind, böse. Wer hatte dir diese Manieren beigebracht? Warum versteckst du dich in diesem Schrank? Tatsächlich? Ich verstehe. Ich schätze, in der Arbeitswelt gibt es kaum Platz für untote Schafe wie... Ein kühles Bier und knusprig gebratene Keilerkeule. Besten Dank! Ich meine, ich verstehe natürlich, dass du neue Erfahrungen machen möchtest. Aber leider sehe ich keine Möglichkeit, dir zum Ruhm zu verhelfen. Ich verspreche dir jedoch, die Ohren offen zu halten. Oh, nichts zu danken. Ha, da wurde wohl ein Soundfile falsch verknotet. Ich hab's für euch kurz vorgelesen, im Schnitt, aber... Warum Lachi? Der passt doch mal gar nicht da rein. Leiche im Keller, Skelett im Schrank, ein schwarzes Schaf? Nein, ich glaube, dieser Sache gehe ich besser nicht auf den Grund. Viel zu philosophisch für unsere Köpfe. Dann fragen wir ihn doch mal nach dem... Um zu fragen, ob er für tot einspringt. Genau, ob er für tot einspringt. Das ist gut. Ich frage mich, ob eine Karriere bei den Klickern deinen Wünschen entspräche. Oh, ich verstehe. Die Schauspielergilde will dich nur aufnehmen, wenn du beweisen kannst, dass deine Familie von Übersee kommt. Wirklich eine Frechheit. Ich sehe mich um. Vielleicht finde ich etwas, das dir dabei hilft, für Schafe in der Kunst einzutreten. Ich beschaffe dir einen Beweis dafür, dass deine Vorfahren aus anderen Breiten kamen. Ja, ihr habt's gehört. Wir müssen jetzt irgendwie beweisen, dass seine Verwandten, Vorfahren, Urahnen von woanders herkommen. Und ja, in diesem Spiel wurde es nur ganz, ganz kurz angerissen. Aber in welchen weit entfernten Orten gab es schon mal Schafe oder Schafswitze? Es ist nicht Jelly Baby, also muss es wohl in die andere Richtung gehen. Genau nach 4x schon wieder. Wenn nicht die Schafswitze, dann finden wir hier nämlich die Beweise, die wir brauchen. Allerdings schon wieder gut versteckt. Deswegen ist das ja auch eines der Rätsel, was mich damals als Kind davon abgehalten hat, hier durchzukommen. Wir müssen surfen. Wie soll ich darauf kommen, hier zu surfen? Okay, ich kann jetzt sagen, dieser Bildschirm hat nur zwei Ausgänge. Der links, der auf die Weltkarte führt, und der rechts zu den Ameisen. Ansonsten ist hier nichts zu tun. Aber woher soll ich wissen, dass ich surfen muss? Nur weil hier zwischendurch Brandungswellen anklickbar sind? Moment, ich such mal kurz eine. Da hier, Brandung. Ah, das Meer ist unruhig. So bin ich ebenfalls, wenn ich Sand im Bett habe. Ja, das ist der einzige Hinweis, den wir vielleicht kriegen, dass man hier surfen könnte. Und natürlich die mögliche Kombination, dass wir, wenn wir die Säge mit dem Bügelbrett verwenden... Wieso habe ich plötzlich das Gefühl, dass ich jetzt sehr sportlich sein muss? Dass wir dabei auch ein Surfbrett rauskriegen können. Auf zu den Wellen! Kauabunga, Jungs! Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es klingt richtig. Juhu! Ich fand immer am besten... Kauabunga! Was? Naja, auch nicht übel. Kauabunga! Das sollte doch nur ein Witz sein! Benga, Benga! Oh, danke. Die Turtles-Anspielung war nötig. Auf jeden Fall, ich zeig euch mal, was passiert, wenn wir Rincewind surfen lassen. Yeah, man! Es muss doch eine Möglichkeit geben, auf dem Brett zu bleiben. Ein sehr kurzes Vergnügen, wie man sieht. Und er hat es selbst gesagt, auf dem Brett bleiben, was für eine einfache und... comichaftere Lösung gibt es, als sich darauf festzukleben mit Leim. Jetzt falle ich nicht mehr so leicht herunter. Die typische Geschichte, wie man sich auf einem Pferd festklebt. Einfach den Sattel ein wenig bepinseln. Ne, Leute, wie immer.
Und jetzt guck mal, was passiert, wenn wir ein wenig Klebstoff draus schmieren, wie Rincewinds Fähigkeiten sich entwickeln beim Surfen. Und die Musik natürlich gleich. Rückwärtsfahrt! Yeah! Und es sah so gut aus, Rincewind. Musste das sein. Das führt uns hier rein in diese, naja, Tropfstein würde ich nicht sagen, aber auf jeden Fall in diese Höhle irgendwo am Strand. Und dort finden wir diese Höhlenmalereien. Primitive Bilder von Schafen, gut erhalten. Sie sehen genauso aus wie vor tausenden von Jahren. Und sie sind mit jenen Dingen beschäftigt, an denen Schafe vor Jahrtausenden Gefallen fanden. Schafe sind eigentlich nur Schafe. Und es lässt sich in Höhlenmalereiisch schlecht darstellen, was Schafe machen, außer Gras fressen. Wobei ich mich ehrlich frage, warum sollten die Bewohner, die Ureinwohner dieser Insel menschlicherseits hier nur Schafe hinmalen, wenn es doch angeblich auf 4X so viele tödliche Kreaturen gibt? Ich meine, das wäre doch wohl irgendwie sinnvoller von wegen, großes böses Monster kann dich angreifen, Kind, hüte dich vor diesen Biestern. Ja, Papi. Macht irgendwie mehr Sinn als, das ist ein Schafkleid, das sieht süß aus. Oh. Wir machen ein paar Fotos von dem ganzen Kram und bringen es unserem untoten Schaf. Schnell erledigt. Einmal Fotos. Ein Film über neolithische Kunst. Es geht dabei ums Malen von Schafen. Nun, nicht sehr interessant, aber vielleicht doch preisverdächtig. Wer möchte einen Beweis dafür, dass Schafe einen langen Entwicklungsweg hinter sich haben? Ja, sie sehen heute immer noch genauso aus wie vorher. Zurück surfen! Schade, keine Animation, wie Rincewind rückwärts auf dem Brett surft. Ich meine, das war schon episch genug. So, zurück nach Ankhmo Park, in die Schatten. Und natürlich in die Tür. Ich glaube, unser Banshee-Mitglied, das endlich eine Stimme gefunden hat, möchte nun Zeugnis ablegen. Bruder Banshee. Oh ja, danke, Rack. Nun, wenn ich Danke sage, so meine ich einen Dank, der uns allen gilt. Einen Dank, der sich an jeden Einzelnen von uns richtet, denn immerhin sind wir eins. Nun, wenn ich sage, dass wir eins sind, so meine ich das natürlich nicht im körperlichen Sinne, sondern im geistigen. Obwohl wir alle Geister sind und daher zumindest die gleiche Existenzebene teilen. Ich glaube, ich möchte auf Folgendes hinweisen. Wir erleben hier etwas, das über den Horizont des Körperlichen hinausgeht und uns gleichzeitig zurückführt zum geistigen Zentrum des Physischen. Recht so, Bruder. Ja, recht so. Und auch links so. Es muss immer einen Ausgleich geben, ebenso wie beim äußeren und inneren Sein. Ich glaube, wir haben es hier mit etwas sehr Realem zu tun. Allerdings lassen sich auch ausgeprägte surrealistische Aspekte nicht leugnen. Wir transzendieren hier die Essenz der gewöhnlichen Realität und definieren die Existenz neu, im Rahmen einer veränderten Perspektive in Hinsicht auf unsere Rolle. Mit Rolle meine ich, es klingt doch wie Rolle, oder? Dieser besondere Ausdruck deutet eine Bewegung nach vorn an. Woraus sich der Schluss ziehen lässt, dass Vorwärtsbewegungen ein integraler Bestandteil von uns sind. Derartige Bewegungen sind Teil unseres Wesens. Doch der Ausgleich will, dass sie auch nicht zu uns gehören, dass sie über uns hinausgehen, uns gewissermaßen durchdringen und... habe ich meinen Vortrag beendet? Ich glaube schon. Gut gesprochen, Bruder Banshee. Ich hoffe schon. Ein großer, großer Redner, der nie zum Punkt kommt. Klingt nach Politiker. Vielleicht können wir jetzt mit einem von ihnen reden. Entschuldigung. Psst. Offenbar nicht. Entschuldigung. Psst. Vielleicht kann ich es ja in den späteren Kapiteln des Spiels noch machen. Obwohl ich keine Ahnung habe, was mich jetzt daran hindern sollte. Egal. Wir brauchen schließlich nur die Fotos an das schwarze Schaf geben, damit es endlich weitergehen kann. Und jetzt müsste eine relativ lange Cutscene kommen, Leute. Enjoy! Hier, das beweist, dass deine Vorfahren aus dem Land 4X kamen. Jetzt kannst du zu einem Stuntschaf werden. Bäh, 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 bäh. Nein, nein, du brauchst mir nicht zu danken.
Alles bereit, Aufnahme. Auftritt für tot. Dies ist der Winter unserer Unzufriedenheit. Und noch drüber wird alles durch das Fehlen des Todes. Oh, sein oder nicht sein, das ist hier die Frage. Ganz cool und lässig die Höhen des Modischen erreichen und dann abkratzen. Oder auch weiterhin zu atmen und den Sinn fürs Moderne auf ewig zu verlieren. Es scheint, hätte der Tod seine Stimme wiedergefunden. Und für die Spezialszene kommt dieser kleine Kerl aufs Set. Episch. Alles klar. Schnitt und Malen. Ah, das macht mehr Spaß. Wie angenehm, jemand anders bei der Arbeit zu beobachten. Das war wundervoll. Ja, einfach wundervoll. Fast schon legendär. Einen Augenblick. Federn. Einfach nur Federn. Hast du denn nicht das Skript gelesen? Es ist Julians spezielle Szene. Ach, das Showgeschäft. Ruhm und Reichtum. Ich sehe euch bereits kommen. Und damit darf ich CD2 einlegen. Gebt mir eine Sekunde, Leute.